Der Seniorenbund Schwechat lud seine Mitglieder zu einem Neujahrsempfang. Es wurde über das alte Jahr resümiert, Aktuelles aus dem Neuen besprochen und bei Speis und Trank geplaudert und gelacht. Der Obmann blickt auf ein sehr erfolgreiches Jahr 2016 zurück. Für uns war 2016 ein sehr gutes Jahr. Wir haben einen deutlichen Zuwachs an Mitgliedern gehabt, möglicherweise aufgrund der vielen interessanten Veranstaltungen, die wir immer wieder anbieten. Wir machen ja jedes Monat eine Veranstaltung mit Informationsteil, wo zum Beispiel über ELGA, also die elektronische Gesundheitsakte, berichtet wird oder wo auch über medizinische Probleme im Alter gesprochen wird. Also alles, was von Interesse ist für unsere Klientel, bringen wir immer zur Sprache. Ein neues Jahr bedeutet natürlich auch viele Neuerungen und gerade deshalb hat der Seniorenbund auch viele gute Tipps für seine Mitglieder parat. Wir versuchen unsere Mitglieder natürlich sehr zu schützen vor Änderungen in der Rechtsordnung, sodass sie nicht hineintappen. Manchmal gelingt es uns. Es ist recht schwer, nicht? Wenn man zum Beispiel auch sagt, ohne Winterreifen ist natürlich die Kfz-Beitrag, also die Versicherungsbeitragsleistung zwar gegeben, aber die Versicherung steigt aus im Winter, ist natürlich etwas, was ziemlich unangenehm ist, weil man diese Zeiten gerne übersieht, nicht? Es ist ja immer mit Unannehmlichkeiten verbunden. Freizeitbeschäftigung, eine ganz zentrale Aufgabe. Wir machen Ausflüge, wir machen monatliche Zusammenkünfte, wir machen Besuche in Veranstaltungen oder in Museen. Und das ist eine Beschäftigung für unsere Leute. Man verbringt eine schöne Zeit miteinander. So ist es. Wir machen Ausflüge, zum Beispiel auch einen Wochenausflug nach Kärnten oder nach Tirol oder nach Salzburg, je nachdem, wie sich also die Leute interessieren und was immer sie wollen. Ich bin beim Seniorenbund, weil ich alleine bin und da komme ich mit Leuten zusammen und wir machen Ausflüge und Besichtigungen und das ist immer recht schön und man ist nicht so alleine und ja. Einmal im Monat treffen wir uns und einmal im Monat gibt es irgendwie Aktivitäten. Wir haben schon schöne Ausflüge gemacht und voriges Jahr waren wir in der Uno City und auch dann im Schneeberg einmal mit der Bahn. Es gibt immer wieder Abwechslung und das ist recht nett. Wir haben das ganze Jahr schon durchgeplant. Das Programm steht schon. Wir haben zwei Tagesreisen im Frühjahr, zwei Tagesreisen im Herbst. Wir haben eine Wochenreise im Juni, wo wir wieder auf die Tourach fahren. Also wir haben ein sehr interessantes Programm und klarerweise die Informationsveranstaltungen, die jedes Monat stattfinden. Auf einen Besuch bei den Senioren schaute auch Pfarrer Werner Pirkner vorbei. Was wollte er den älteren Mitbürgern vermitteln? Dass wir uns nicht fürchten brauchen. Wir wissen nicht, was die Zukunft bringt, ob Schönes oder Schwieriges. Aber wir brauchen uns auf jeden Fall nicht fürchten. Und wenn wir Gottvertrauen haben und auch Zuversicht und uns auch Zeiten der Freude gönnen, dann wird das schon auch ein gutes Jahr werden und wir brauchen uns nicht fürchten. Und vor allem wahrscheinlich, wenn man auch so zusammenhält in so einem Verein. Ja, ich denke, man kommt zusammen, um eine gute Zeit miteinander zu verbringen. Man kann miteinander reden, man kann sich vielleicht auch einmal aussprechen und man weiß, man hat auch jemanden, wenn man Hilfe braucht. Und ich glaube, das ist was ganz was Wichtiges, gerade auch für die Seniorinnen und Senioren. Und da kann man dann schon voll Zuversicht in das Jahr 2017 schauen. Der Seniorenbund, er berät, unterstützt und hilft bei Fragen und Problemen jeglicher Art. Und das Allerwichtigste? Ein paar schöne Stunden mit lieben Leuten halt zusammen sein. Das ist das alles, was man sich eigentlich ein bisschen wünscht. Nicht, dass man so alleine kann man auch viel unternehmen, aber in der Gruppe ist es viel besser.